Liebe Freunde, heilige Johannes bei mir. Wir haben jetzt gerade ein bisschen im Unterrichtsraum ein bisschen Ägyptung gespielt. Und jetzt haben wir gesagt, müssen wir natürlich auch sind so viele begeisterte Zuschauer, müssen wir ein kleines Video machen. Und da spielen wir die Sternbrücke. Oder? Alles gut? Ja. Ja, ich bin eigentlich aus Dresden, aber kein gebürtiger Sachse, sondern nur Wahlsachse. Eigentlich bin ich ein Münchner und habe früher viel in der Tanzmusik gespielt. Aber ich habe dich zurückgekommen, genau. Aber nicht Ziehharmonika, sondern Geigen. Geigen, und, ja. Da haben wir in der Volkstanzhochzeiten beim Horgast gespielt und war eine Besetzung mit Steirischer Zirch und zwei Geigen, Harfe, Kontrabass und Hackbrett. Und dann haben wir lange musiziert. Mein guter war ja 30, 35 Jahre jünger als jetzt. Nein, ich nehme mal jung. Und da habe ich mich dann, wie gesagt, jetzt mal wieder erinnert. Du hast einmal Volksmusik gemacht. Kann ja viele Stücke auswendig auf der Geigen. Ja. Aber das ist natürlich, wenn du keine Gruppe im Hintergrund hast, ist das langweilig, das auf der Geigen die Melodie zu spielen. Da habe ich dann nur die Melodie, ja. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich mal Steirische lernen, wollte ich sowieso mal, damit ich dann noch das Repertoire, was ich eigentlich. Immer hörst. Was ich immer höre, das wäre mein Ziel, dass ich das dann, was ich im Kopf habe, auf der diatonischen Einspielung habe. Genau, und vielleicht kurz, weil viele immer fragen, oder viele haben die gleiche am Anfang die Angst, klappt das, wie ist das am Anfang? Ja, das war am Anfang war das auch so, habe ich mir gedacht, naja, A, bist zu alt, B, hast Zeit, weil ich bin ja noch berufstätig, habe noch viel zu tun immer. Ja. Hat man dann wirklich die Zeit zu üben? Aber das Kontingent, das muss man sich halt dann wirklich richtig vornehmen. Da muss man dann sagen, also jetzt jeden eine halbe Stunde, was weiß ich, nach den Nachrichten mache ich von 7:45 bis um 9. Dass man jeden Tag ein paar Minuten übt, dass man motiviert, ja. Und da ist man dann motiviert und wie gesagt, wenn man sich jetzt am Anfang, bei mir war es halt ein bisschen schwierig, weil Geigen und diatonische, gerade das mit der Basshand, die unabhängiger laufen muss von der Melodie, das war am Anfang schon ein bisschen schwer. Ja. Aber es ist dann mit dem Hanselwalzer war es gleich so ein Erfolgserlebnis. Wie lange spielst du jetzt? Jetzt genau 94 Tage. Also das muss man dazu sagen, ja, bin, weil es ist ja echt kurz und er hat sicher musikalische Vorkenntnisse, aber doch nicht ja. Steirisch und ganz neu gestartet. Ja, ganz neu. Und nur mit den Videos, gell? Nur mit den Videos. Und das fasziniert mich, ich habe das beim ersten Mal, wir haben es noch nie gesehen. Nein. Also ich habe da Harmonika geschickt. Genau. Das hat gut geklappt. Das hat gut geklappt, genau. Das war kurz vor der Corona-Krise.
Ja, habe ich schon irgendwie Bedenken gehabt, jetzt kommt die nicht mehr, weil wegen Corona schicke ich keine Post mehr oder was. Und hast du die gekriegt? Ja, habe ich die gekriegt und, am selben Abend habe ich dann gleich ausprobiert. Ja, und das fasziniert mich und echt ein paar Stück. Wie viele Stück hast du jetzt so 5 bis 10 Stück halt, gell? Ja, das sind jetzt so 8, 9. Ja, so und alles auswendig und total sauber, weil wir das auch fein zum Begleiten und das ist echt total super, was mit den Videos echt gut klappt zum Lernen. Nee, also bin ich wirklich zufrieden. Total süchtig. Ja, vor allen Dingen, es ist ja so dadurch, dass du das ja immer wiederholen kannst. Ja. Also du kriegst ja am Anfang, bist du überfordert, dann geht es zu schnell. Ja. Selbst wenn du sehr langsam einstellst, es geht, also jedenfalls bei mir war mir das zu schnell, dann kann ich aber das verlangsamen mit dem Ziffernblock, das haut super hin. Und es ist ja dann auch so, mit deinen Kommentaren, es ist eigentlich ja so, also ich habe irgendwie den Eindruck, das ist jetzt, klar, stehst du jetzt vor mir, aber wenn ich das mit dem Video mache, ist das eigentlich auch so, als wärst du im Raum. Also das ist schon ein bisschen ähnlich wie Unterricht. Ja, es ist ähnlich wie Unterricht und du kannst es nochmal machen. Und halt rund um die Uhr eigentlich, ja. Und das ist, also das ist echt super. Und also wie gesagt, die Bekannten, denen ich mal was vorgespielt habe, die haben schon ein bisschen gestaunt immer, gell? Weil es halt auch so ist, das Klangerlebnis auf der steirischen ist Wahnsinn. Halt sofort da. Ja, selbst wenn du jetzt nicht so spielen kannst, so wie jemals so spielen kannst wie du, das ist, aber das Klangerlebnis ist gleich da, du hast gleich Erfolgserlebnis mit dem Klang. Ja, du musst da nicht irgendwie wie auf der Trompete trainieren und irgendwie Ansatz trainieren oder Intonation trainieren, ja. Wie bei der Geige, wo du die ersten 4 Jahre gar nichts hinbringst, ist hier sofort Erfolgserlebnis. Du drückst und hast einen schönen Ton, schön Klang. Ja, hast einen schönen Klang und alles weitere hängt ja eigentlich vom Spieler selber ab. Also die Diatonische macht alles mit. Ja, ne? Aber das ist. War total nett. Also für alle, was irgendein Instrument spielen, ein Blasinstrument oder ein Streichinstrument, probiert die Steirische vielleicht einmal. Auf alle Fälle. Und wir spielen jetzt, wir spielen auch, oder? Ja. Für unsere Zuschauer, jetzt haben wir nur geredet. Mhm. Machen wir einen Weigetschmann, oder? Vielleicht. Einen Weigetschmann. Dazu, wenn ich nicht spiele, mein Herz nicht mehr so gut. Und aber wie gesagt, für den Hausgebrauch. Total nett. Ich muss mein Geld nicht damit verdienen zum Glück. Und man muss sagen, die Videos, was nicht so ganz aber perfekt sind, das ist ja oft am nettesten. Ja. Gut. Die haben kriegen die meisten Klicks dann aber. Ach so, ja. ja, jetzt haben wir zwar gespielt, wir konnten noch ein paar, gell? So ein Zimmer, einen kleinen Spiel, einen bayerischen, einen Susi. Ja, genau, einen Susi. Einen ganz kleinen Spiel mit einem Susi bayerischen und dann bis zum nächsten Mal. Thank you.
sehr sauer. Na gut, dann wünschen wir. Ja. Alles Gute, fleißig üben. Fleißig und üben. Bis demnächst.